Hallo, ich bin Nico von der Ikonschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 77. Episode des Kunstverkaufen Podcasts werde ich so ein bisschen freischnauze. Über gewisse Trends reden, ne? damit du auch so ein bisschen Einblick hast so in meine persönliche Arbeit, weil ich unterhalte mich natürlich auch und arbeite auch viel mit Künstlern, äh, vor allem auch in der Akademie, aber eben auch Künstler, die einfach mal auf mich zukommen, weil das ist natürlich für mich interessant, gerade auch die Entwicklung sich anzusehen, gerade während dieser Corona-Pandemie. Da geht es dann ganz klar darum, auch zu verstehen, wie damit umgegangen wird und vor allem, wie damit professionell auch in anderen Bereichen umgegangen wird, gerade wenn es in Galerie, Wesen ist, oder wenn es um ja, gewisse Messen geht, ne? so, wenn man Kunstmessen hat. Und da sind mir ein paar Dinge untergekommen, na, da, natürlich, man spricht halt darüber und es gibt gewisse neue Trends, die jetzt äh, aufgerollt werden, weil man das Gefühl hat, okay, die Menschen sind mehr zu Hause, die wollen nicht in die Galerien gehen, weil schwierig, na, mit Maske und so, das macht dann nicht so viel Spaß, und sollte ich mich da aufbrezeln und dann da hingehen und dann muss ich da Abstand halten und Sekt trinken aus dem Becher oder überhaupt nicht trinken, weil wahrscheinlich, weiß ich nicht, Hygiene äh, oder sowas. Ja, und deswegen hat man sich überlegt, ja, dann machen wir doch mal einfach eine Online-Galerie, eine Online-Ausstellung, eine Online-Kunstmesse. Und das ist jetzt auch sowas, was immer wieder umgesetzt wird, was sehr technisch aufwendig ist und auch ordentlich, ordentlich Geld kostet. Aber es funktioniert leider nicht. Na? Warum funktioniert das nicht? Ja, das ganze Feeling ist halt weg. Na, warum geht man auf eine Kunstmesse, warum geht man in eine Galerie? In den meisten Fällen ist es auch das Netzwerken und natürlich das Kennenlernen von Menschen und natürlich das Gefühl, ja, man hat das irgendwie so in seinem eigenen Kalender eingetragen. Man geht dann dahin, man erlebt was, man freut sich drauf, man ist so ein bisschen, ja, auch aufgeregt, weil man nicht weiß, was so auf einen zukommt und man findet den Künstler gut. Vielleicht kann man auch mal ein paar Worte mit dem Künstler wechseln. Und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie so ein Ding, wo du dich durchklickst auf deinem Bildschirm und dann wird dir da ein bisschen Kunst gezeigt und du hast die Auswahl aus 70 Ausstellungsräumen, durch die du dich durchklicken kannst. Und im anderen Browser ist Netflix offen. So, wofür entschließt du dich? Ja, wahrscheinlich für Netflix. Und genauso geht es halt auch jetzt vielen anderen. Es gibt jetzt auch Ausstellungen und auch Messen, von denen ich weiß, an denen keine einzige Galerie online verkauft hat. Und äh, das ist nicht die Schuld der Galerien, sondern das ist die Schuld an genau diesem Trend, der einfach blind verfolgt wird. Oh, online, oh, das ist toll, das ist was ganz Neues und deswegen wollen wir das machen. Ähm, dann vergessen Sie eigentlich, dass es nicht darum geht, was ganz Neues zu machen, sondern dem Kunden entgegenzukommen und ihm eine Möglichkeit zu bieten, mehr über diese Kunst zu erfahren, für die er sich womöglich interessiert oder für die er Interesse bereits hat. Gezeigt hat. Ja? Und deswegen geht es ganz klar darum, den einfachsten Weg zu finden. Es geht nicht darum, den neuesten Weg zu finden. Nur weil es Neues ist, ist es noch lange nicht gut. Ja, Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hier, du hast einen Staubsauger, der ist neu, kauf den. Ja, und jetzt? Warum sollte ich den kaufen, wenn er neu ist? Meiner geht doch. Warum, sollte ich, warum soll ich es machen? Ja, aber der ist. Ganz anders. Du, Da musst du erst da drauf klicken und dann musst du da den Regler drehen und dann musst du hier nochmal ziehen und dann geht erst der Hochdruck an und dann hast du da auch keine, dann wird es halt kompliziert und genauso ist es eben auch mit diesen Online-Galerien, wenn man da sich durchklicken muss. Wer hat das gut gemacht? Sachi Online. Ja, diese Online-Galerie, die sich damit beschäftigt hat, erstmal in großem Maße einfach Kunst anzubieten, durch viele verschiedene Preissegmente durch und haben sich so zum Platzhirschen gemacht. Jetzt wollen natürlich viele Galerien dasselbe Modell fahren, entweder durch Ausstellungen, die irgendwie in Virtual Reality irgendwie so komisch dargestellt werden, oder durch eben genau diese Darstellung, ich möchte online in meinem eigenen Online-Shop sehr viel Kunst verkaufen. Ich hatte auch, bevor ich mit der Ikonschmiede-Akademie begonnen habe, hatte ich auch diverse Gespräche auch mit Galeristen, äh, gerade weil ich auch Marketingberatungen angeboten habe für Galeristen. Und dann kam halt immer wieder die Frage, ja, wir wollen sowas machen wie Saatchi. Wir wollen äh, Kunst im großen Maße, wollen wir das anbieten in unserem Online-Shop und verkaufen. Können Sie das? Und dann ist natürlich die Frage, können Sie das, sehr abhängig davon, was der Kerl anbietet. Ne? Und ich habe dir auch schon mal in den letzten, ich weiß nicht, vor zwei, drei Episoden, glaube ich, habe ich mal den Unterschied gebracht zwischen einer Produktgalerie, einer Markengalerie und einer Vanity Gallery. Eine Vanity Gallery ist einfach nur eine Ausstellungsfläche, die du mietest. Ne? besten Fall halt keine Provision heißt eine Markengalerie hat eine klare Markenkommunikation, ein gewisses Thema, das sie verfolgt und dementsprechend halt auch nur Künstler reinbringt, die eben genau diesem Thema entsprechen und die Produktgalerie, was ungefähr 90% vom Markt ausmacht, die holen sich einfach nur Leute rein, die halt gut verkaufen, die Cash-Cows und dann ruhen sie sich mehr oder weniger auf diesen Verkäufen aus, bis die Verkäufe wegbrechen und dann beginnt das Schwitzen ne? <laughs> oder die Pandemie kommt. Und genau so eine Produktgalerie war das eben. Es war querbeet, es war sehr, sehr schwierig, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und dadurch wird die Kommunikation sehr diffus. Du erreichst sehr viele unterschiedliche Menschen damit, was die Kommunikation sehr schwierig macht, weil du halt keinen speziellen, kein spezielles Bedürfnis ansprechen kannst. Das heißt, du musst für jeden einzelnen Künstler eigenes Marketing betreiben. Und dann habe ich mir gedacht, hm, Warum zeige ich nicht einfach Künstlern, wie sie das selbst machen? Weil sie oft wahrscheinlich genau Teil so einer Produktgalerie sind. Und diese Galeristen dann versuchen auf traditionellem Wege, aus einer Zeit, in der es noch kein Internet gab, dann genau dieselben Methoden zu nutzen und äh, eben auf diese Ausstellungen aus, auch aufmerksam zu machen. Und deswegen möchte ich dir an der Stelle einen ganz, ganz wichtigen Trend vorhersagen. Hört, hört. Es wird so ablaufen dass die Eigenvermarktung in den nächsten fünf Jahren den Kunstmarkt überrollen wird. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Es gibt nicht nur im deutschsprachigen Raum, da bin ich wahrscheinlich mitunter einer der Persönlichkeiten, die das halt gerne anführen mit den Inhalten, die ich auch kostenlos zur Verfügung stelle. Aber es gibt noch weitaus mehr Persönlichkeiten auch im englischsprachigen Raum, die ganz genau wissen, was sie tun. Und die Künstler sind es langsam leid. Einfach nur darauf zu warten, dass jemand anders für sie die Arbeit erledigt, damit sie dann irgendwie ihre Brötchen verdienen können. Deswegen wird das in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall durch die Decke gehen. Was wird als nächstes passieren? Eine gewisse Werbeblindheit. Die Menschen werden langsam keine Bock mehr, keinen Bock mehr haben auf Werbung. Also im besten Sinne so: hier hast du ein Produkt, kauf Sie brauchen eine gewisse Empfehlung von jemandem, dem sie vertrauen. Ja, also diese Empfehlungsmarketing, ein ehrliches Empfehlungsmarketing von Menschen, die wirklich, wirklich das Vertrauen genießen von den Menschen, die du auch Traumkunden nennst. Das heißt, was heißt es für dich? Um wen solltest du dich am meisten kümmern? Um deine Kunden, um deine Bestandskunden und um diejenigen, die bereits anfängliches Interesse an deiner Kunst gezeigt haben, weil die sind dir schon so nahe. Dass es nicht mehr so schwierig ist, ihnen dann noch mehr Informationen zu geben, damit sie eine informierte Kaufentscheidung treffen können. Das heißt, da ist der absolute Fokus. Das sind die Menschen, um die du dich kümmern musst. Natürlich gibt es Social Media und diese ganzen anderen Geschichten, aber da geht es letztendlich darum, auch nur Kontakte aufzubauen. Da geht es nicht nur darum, einfach oder geht es überhaupt nicht darum, einfach nur Inhalte zu produzieren, damit Inhalte produziert werden. Das ist Blödsinn. Ne? Es geht darum, dass man. Mit Menschen in Kontakt tritt, die bereits Zugang haben zu den Menschen, die eben an deiner Kunst interessiert sind. Das heißt, du musst dir darüber ein Netzwerk aufbauen, das eben genau diese Menschen erreicht, die für dich auch interessant sind. Du sparst dir dadurch Zeit, du sparst dir dadurch Mühe und du hast auch keine Zeit, jeden Einzelnen von dir zu überzeugen. Und deswegen geht es darum, genau da gewisse Kooperationen aufzubauen. Was wird daraus folgen? Die Künstler werden immer mehr für sich selbst entdecken dass sie sehr wohl in der Lage sind, auch selbst Unternehmen zu führen. Das heißt, es wird dazu führen, dass wir Kollektive wiedersehen werden aus Künstlern, die sich selbst vermarkten, die vielleicht ein gewisses Thema gemeinsam verfolgen, vielleicht gemeinsam auch positive Veränderungen in der Welt inspirieren wollen und dann gemeinsame Ausstellungen und gemeinsame Happenings dann auch veranstalten, in denen eben dann Kunst in einem vernünftigen Rahmen, so wie es auch sein sollte, präsentiert wird, damit die Menschen aus dieser Veranstaltung auch rausgehen mit einem mit einem Aha-Erlebnis und nicht nur, wenn sie eben die Kunst kaufen, daran Freude haben, sondern auch daran Freude haben, ein Teil einer Geschichte zu sein, die halt wirklich interessant ist und die auch den Zeitgeist beeinflussen kann. Darum geht es. Kunst hat die Aufgabe zu, zu zeigen, wie wir leben könnten und sollten, die Ideale darzustellen, die für uns wichtig sind und dann hat man auch die Möglichkeit, etwas Positives zu verändern. Lustigerweise ist das dann auch eine sehr, sehr positive Kaufmotivation, anders als wenn es dann darum geht, Investition, also Angst, oder wenn man irgendwie versucht, seinen Status damit zu polieren, wenn es um Geltungskonsum geht. Das sind ja Themen, die ich immer wieder angesprochen habe, aber in den meisten Fällen ist es eben der Wiederverkaufswert im, im jetzigen Kunstmarkt, der eben entscheidend, entscheidend ist. Und genau diese, wieder, dieser Wiederverkaufswert wird dazu führen, oder diese Ausrichtung, die Fok dieser Fokus auf den Wiederverkaufswert, wird dazu führen, dass immer weniger sich eben genau die Kunst leisten können, die einen gewissen Wert hat, auch noch übermorgen, und immer mehr Menschen keinen Bock mehr drauf haben, irgendwie wirre Kunst zu kaufen, die keine Aussage hat und kein Mensch wirklich erklären kann, um was es geht, und sich dann bewusst, weil sie eben auf den sozialen Medien unterwegs sind, weil sie eben auch Menschen folgen, denen sie vertrauen, dann auf einmal mit, mit Kunst in Kontakt kommen, die genau die Bedürfnisse ansprechen, die für sie interessant sind. Wenn du dann jemanden hast, der beispielsweise gerne Tennis spielt, und das ist sehr, ein sehr flapsiges Beispiel, aber du hast eine Leidenschaft für Tennis und du hast dann irgendjemanden, einen Blogger oder einen YouTuber, der halt über Tennis spricht und der zeigt dir dann auf einmal einen Künstler, der genau die Themen anspricht, genau diese, diese Ideale anspricht aus dem Tennissport oder bestimmte Insider-Themen halt auch aufbereitet, künstlerisch, auf eine Art und Weise, die halt besonders ist. Ja, was denkst du, wird passieren? Natürlich hast du Interesse an dieser Kunst. Jetzt werden Experten sagen, ja, das ist auch keine richtige Kunst. Ja, diese Experten kaufen aber selber auch keine Kunst. Deswegen geht es ganz klar darum, dass du dich immer am Endverbraucher auf, an dem orientierst und dann versuchst, genau diesen auf dem schnellsten Wege zu erreichen. Und natürlich dadurch auch die Möglichkeit hast, dich selbst auch weiterzuentwickeln, ein gewisses Feedback zu schaffen, ja, damit du damit auch dein Portfolio anpassen kannst. Statt einfach nur deine Kunst irgendwo auszustellen und darauf zu hoffen, dass sie sich verkauft. Im schlimmsten Fall sogar in einer Online-Galerie, wo sich niemand um den Verkauf kümmert, wo niemand da ist, um die Menschen zu beraten, um ihnen Fragen zu stellen, um sie abzuholen, um ihnen Informationen zu geben, die ihnen dabei helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen, auch Einwände und Beschwerden zu behandeln. Ja, was halt eigentlich auch im Verkauf ganz, ganz wichtig ist. Also ja, dieses Ich, ich äh, kaufe nicht aus dem Bauch heraus oder darüber muss ich noch nachdenken. Das sind einfach Dinge, mit denen man halt auch umgehen kann kann und sollte. Ja, auch die Fragen, die halt gestellt werden, wenn man sich so ein bisschen unsicher ist. Man muss halt darauf Antworten haben. Und das sind genau die Dinge, die man halt automatisiert beispielsweise auch in der Selbstvermarktung umsetzen kann mit gewissen Mechanismen, wo dann der Künstler nicht vor Ort sein muss, aber es alles online abläuft, der gewisse Kontext da ist und dieser Kontext läuft auf einer Plattform ab, der, auf, die, auf der du zu 100% Kontrolle hast, über die du 100% Kontrolle hast und zwar ist es zum einen deine Website und zum anderen dein Newsletter, wo du einfach immer wieder, egal wo du hingehst, diese Adressen dann auch rausziehen kannst, in ein anderes Tool einspeisen kannst, weil du das Gefühl hast, ja, da bin ich besser aufgehoben. Aber du hast immer Kontrolle drüber, die E-Mails kommen immer an. Zum Teil kommen sie auch im Spamfach an, kommt natürlich darauf an, was du schreibst, aber du verstehst hoffentlich, worum es geht. In Social-Media-Kanälen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil halt der Algorithmus dann entscheidet. Und wenn dann wieder so eine Algorithmusänderung kommt, wie zum Beispiel auf Instagram, wo dann halt die Beiträge auf einmal nur noch 10% von der Reichweite und der Interaktion erfahren, wie vor zwei Wochen vielleicht. Dann ähm, muss man alles umdrehen, und wenn man nur davon abhängig ist, umso, sch umso schlimmer. Und das ist eigentlich auch das Äquivalent zu einer Galerie, die einfach auf eigene Faust entscheidet: Ja, jetzt äh, haben wir keinen Bock mehr auf dich. Deswegen komm nicht in diese Situation, sei dir bewusst, in welche Richtung sich das entwickelt. Das Internet macht vieles zugänglich, macht es dir einfacher, auch als Künstler, neue Möglichkeiten zu sehen und auch für dich selbst entscheiden zu können, in welche Richtung soll es auch für dich gehen. Ja. Was ist für dich möglich? Wie machen es andere Menschen? Und dann eben auch vernünftige Kooperationen einzugehen mit Menschen, die auch an dem Thema, an deiner Intention, an dem Warum, warum du die Kunst machst, auch interessiert sind und nicht nur an dem, na, wo hast denn du das letzte Mal ausgestellt? Oh. So. so diese ganzen Fragen, die dann halt einfach nur gestellt werden, um Menschen eigentlich zu degradieren, so zu denunzieren. Das wollen wir nicht. Es wird gerne im Kunstmarkt gemacht. Aber das, das wollen wir halt in Zukunft nicht haben. Und ich kann dir mit Sicherheit sagen, in den nächsten fünf Jahren wird es ein unglaubliches Umdenken geben. Daran werde ich maßgeblich mitbeteiligt sein. Und natürlich wird es dann später auch diese Kollektive geben, die ich auch sehr, sehr gerne äh, sehen wollen würde und vor allem auch gerne unterstütze, weil das sollte genau so sein. Es ist auch was, was in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat und Heute sind die Möglichkeiten da, sich selbst zu vermarkten und es wird immer günstiger und die Möglichkeiten werden immer besser. Und deswegen bin ich gespannt, was in fünf Jahren auf uns zukommt. Aber du wirst mir wahrscheinlich einer Meinung sein, wenn ich dir sage, dass du am besten darüber Bescheid weißt, warum du deine Kunst machst, wie du diese machen möchtest, für wen du diese am liebsten machen möchtest und wie du in Zukunft dein Leben führen willst. Diese Entscheidungen... Würde ich niemanden anderen überlassen. Und je mehr du über diese Entscheidungen Bescheid weißt, umso besser kannst du dich dann auch navigieren, kannst dann aber auch mit Galerien zusammenarbeiten auf Augenhöhe, die wirklich dir ebenbürtig sind und die dich nicht behandeln, als wärst du irgendwie ein Produzent, der einfach ausgetauscht werden kann. Das wollen wir nicht, das ist auch nicht der Kunst entsprechend, so wie es sein sollte. Und wir wollen weniger Egoismus in der Kunstbranche, wir wollen authentisches, äh, authentische Vermarktung. Die wirklich die Dinge anspricht, die ehrlich sind, keine Manipulation, sondern ehrliche Geschichten, die Menschen dazu inspiriert, vielleicht auch was Positives in ihrem Leben zu schaffen, ihre Ideale zu verfolgen, ihre Träume zu verfolgen. Und äh, wenn sie mal einen stressigen Tag haben, deine Kunst anzuschauen und dann vielleicht mal ein bisschen zu lächeln. Darum geht es letztendlich. Das ist doch eigentlich auch schon der größte Lohn, den man auch haben kann. Neben dem Geld natürlich, man will ja am liebsten auch davon leben. Dazu gibt es natürlich mehr auf der ikonenschmiede.de, kannst du da auch nochmal ein bisschen mehr nachlesen. Und natürlich eben im Podcast, den erreichst du auch auf Spotify, Google Podcast und natürlich auf iTunes, falls, ich weiß ja nicht, wo du dir das gerade anhörst. Und ja, das war es soweit von mir in dieser 77. Episode. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, hier so ein kleiner Rambling, so eine Rambling-Episode. Falls dir sowas gefällt falls du Bock hast, dass ich ab und zu einfach mal so frei schnauze, einfach so drauf losrede und jetzt einfach mal nicht so äh, systematisch gewisse Punkte durchgehe, dann schreib mir einfach unter @ikonenschmiede und sag mir, hey Episode 77 hat mir sehr gut gefallen, bitte mehr davon. Dann weiß ich nämlich auch, was dir gefällt und dann kann ich nämlich auch vernünftige Inhalte produzieren, die halt nicht nur mir gefallen, sondern auch dir gefallen und eine Win-Win-Win-Situation schaffen. Gewinn für mich, Gewinn für dich und Gewinn das große Ganze. Ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst. Halt die Ohren steif, verkauf Kunst. Bis zum nächsten Mal.